Aston Martin DBR2 war als reiner Rennsportwagen konzipiert und wurde bei Lagonda für Aston Martin entwickelt. Auf Touren brachte den Wagen ein 3,7 Liter Motor. Es gab so wenige davon, dass die Teilnahme an der Sportwagen-Weltmeisterschaft für den Aston Martin DBR2 nicht in Frage kam, weshalb der Wagen bei anderen Rennen eingesetzt wurde. Der DBR2 unterscheidet sich vom DBR1 lediglich in der Länge und durch seine aerodynamischere Form. Es wurden lediglich zwei Fahrzeuge des Typs Aston Martin DBR2 gebaut. Erhalten ist nur noch einer der beiden, der bei einer Auktion den Besitzer für 1,7 Millionen Pfund wechselte. Aufgebaut ist der DBR2 auf einem Dünnrohr-Leichtmetall-Chassis. Das Fahrwerk ist mit Torsionsfederung und Dedillon-Hinterachse ausgestattet. Das 3,7 Liter Triebwerk als rein Sechszylindermotor mit weit über 300 PS zeigt Kraft und Ausdauer. Unter der Haube arbeitet ein rein Sechszylindermotor. Er bringt 281 PS bei 5400 Umdrehungen in der Minute.